Rheinland-Pfalz wählt. Der Countdown zur Entscheidung bei RPR1. Ja, 3 Tage sind es noch bis zur Landtagswahl am Sonntag und wir stellen euch in dieser Woche die SpitzenkandidatInnen und Kandidaten vor. Heute ist Christian Baldauf dran, der Herausforderer von der CDU. Er kommt aus der schönen Pfalz, aus Frankenthal, ist 53 Jahre alt und er will neuer Ministerpräsident werden, weil er sagt, ich kann's besser. Guten Morgen, Herr Baldauf. Einen wunderschönen guten Morgen. Mal ehrlich, Herr Baldauf, wenn Sie abends durch die Talkshows seppen, wie sehr ärgert Sie das, dass Frau Dreyer im Moment in jeder zweiten Talkshow sitzt, weil sie einfach eine bekannte SPD-Politikerin ist? Das werden Sie sich wundern, gar nicht, weil das, was sie sagt, zeigt ja, warum es Zeit wird, dass wir einen Wechsel brauchen. Es ist nun mal in der Demokratie so, dass es nach jetzt auch 30 Jahren mal dringend an der Zeit ist. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz weder im Bereich der Bildung noch im Bereich der Öffnungen noch im Bereich der Testungen überhaupt die Dinge, die wir vorzeigen können. Da werden wir ja gleich sicherlich drauf eingehen. Wir haben eine ganz schlechte Vereinsförderung. Da müssen Vereine erst ihre Rücklagen zur Verfügung stellen, bevor sie Geld vom Land kriegen. Das möchte ich ändern. Wir haben keinen Unternehmerlohn. Im Moment werden Gastronomen, werden Einzelhändler, werden Fitnessstudiobetreiber alleine gelassen. Das ist sozial ungerecht. Und das ist die Politik hier. Und deshalb ärgert mich das gar nicht. Sie kann da ruhig ihre Sachen erzählen, aber Rheinland-Pfalz hat mehr verdient. Herr Baldauf, wir hier in Rheinland-Pfalz, wir kennen Sie natürlich. Sie sind ja schon lange politisch engagiert, auch auf Landesebene. Aber nochmal eine Nachfrage. Ein Spiegel-Redakteur hat ja vor einigen Tagen so ein bisschen zugespitzt bemerkt, den Namen des CDU-Kandidaten in Rheinland-Pfalz kenne ich nicht, den müsse er nachreichen. Nehmen Sie das sportlich? Ja, natürlich, ja, das ist selbstverständlich. Ich war nur deshalb ein bisschen erstaunt, weil ich kenne ihn lang. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, vielleicht sollte er vielleicht mal überlegen, was in Rheinland-Pfalz los ist. Aber schauen Sie, umgekehrt zeigt das ja die Wertigkeit von Rheinland-Pfalz. Wenn Spiegelredakteure Rheinland-Pfalz gar nicht beachten, dann stimmt ja was an der Regierung nicht. Also von daher, das kriegen wir locker hin. Und ich bin so richtig froh drüber, dass man mich, ich glaube, ein bisschen unterschätzt. Und dafür bin ich dankbar, weil die mich kennen, wissen, hab richtig Lust, was zu verändern. Und dann gucken wir mal, dass wir in Zukunft keine Funklöcher mehr haben. Dass wir nicht mehr alle in die Kabelröhre schauen, in die Kupferröhre, sondern in ein richtiges digitales Netz. Wenn ich lese, dass der LVU, der Landesverband der Unternehmer, eine Umfrage macht, wonach nur 12% der Betriebe in Rheinland-Pfalz ausreichend Glasfaserversorgung haben, mit der sie arbeiten können, das spricht doch für sich. Und da bin ich ein anderer Mensch. Ich will lösen, nicht lamentieren, umsetzen, Leute an den Tisch holen und dann bringe mal Lösungen. Und dann machen wir vielleicht auch mal was für die privaten Sender, das mal nur so am Rande. Auch wenn ich heute bei euch bin, will ich das trotzdem sagen. Über die einzelnen Punkte, Dankeschön, reden wir gleich noch. Herr Baldauf, wir haben viele, viele tolle Fragen bekommen von den RPA1-Hörern und fangen mal ganz allgemein an. Jörg aus Hermeskeil, der hat uns eine Mail geschickt. Die Union war bis vor wenigen Tagen in den Umfragen vorn. Jetzt hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Herr Baldauf, wie wollen Sie in den letzten Tagen, 3 Tage sind es noch, punkten? Ja, wir erstens mal sind wir hochmotiviert. Wir sind, wie man so schön sagt, auf der Gas. Ich selbst auch, Tag ein, Tag aus. Die komplette Mannschaft ist motiviert. Wir nutzen die Gelegenheiten, die man während Corona nutzen kann, mit virtuellen Ständen, mit vielen Veranstaltungen, Runden auch im Internet. Wir machen volles alles weiter wie bisher auch. Und wir wollen die Menschen davon überzeugen, dass wir im Moment ein Bildungschaos haben, dass wir lösen können, dass wir im Moment gerade Gefahren haben, wenn er aus Hermeskeil kommt, weiß er das ja auch, das ist auch ein Krankenhaus, dass wir Gefahren haben, dass die Krankenhäuser abgehängt werden, vor allem im ländlichen Raum, das wollen wir ändern. Und ich hatte es vorher gesagt, wir wollen vor allem Digitalisierungsschub in Rheinland-Pfalz bringen. Deshalb wird Digitalisierung Chefsache. Ich habe schon Personen, die bereit sind, mit mir das in die Wege zu leiten. Ich werde das an die Staatskanzlei heften. Und dann machen wir mal einen richtigen Aufschlag. Und dann machen wir mal aus Rheinland-Pfalz, dem Land der Reben und Rüben, ein Land der Reben, Rüben und Ruter. Das tun wir jetzt die nächsten Stunden, werben dafür. Grüße nach Hermeskeil. Ich bin mir sicher, wenn Sie sich unser Programm anschauen, können Sie gar nichts anderes machen wie uns wählen. Die CDU ist auch die einzige Möglichkeit, dass die jetzige Regierung verändert wird. Wenn Sie jemand anderen wählen, wird die Regierung im Zweifel bleiben. Ob man das will, wage ich zu bezweifeln. Wir haken da gleich nochmal nach, auch was das Thema Bildung angeht. Ja, ja, Stichwort einmal Corona und die Folgen, die bestimmen natürlich den Landtagswahlkampf. Sie haben schon eingangs kurz drüber gesprochen, Herr Baldauf. Sie kennen bestimmt das Plakat, wo jemand ihren Vornamen überklebt hat und ein Wortspiel draus gemacht hat. Hoffentlich machen die Kneipen bald auf.
Ja, ich glaub, da geht's doch nicht. Ja, hören wir zunächst mal die ernst gemeinte Frage von Jochen aus Schifferstadt. Mich würde einfach mal interessieren, in welchem Verhältnis es steht, dass wir mit Kindern unter 14 Jahren in Gruppen zu 20 Kindern trainieren dürfen. Kontaktsport, Fußball, aber wir es nicht geregelt bekommen, die Gastronomie, die ein so tolles Hygienekonzept hat, auch schon nach dem ersten Lockdown, warum diese nicht öffnen darf. Wo steht da das Verhältnis? Also Sie haben gesagt, die Plakatüberklebung sehen Sie auch mit einem Zwinkern, aber wie sehen Sie das mit den Kneipen? Ja, jetzt ist Jochen aus Schieferstadt nicht weit weg von mir und weiß genauso wie ich, der Wettergott hat im Prinzip die Außengastronomie schon geöffnet. Ich habe das am Wochenende ja auch festgestellt. Die Picknickdecken, die man dabei hat, ganz vieles entlang der Weinstraße, aber nicht nur da, in ganz Rheinland-Pfalz, wird außen jetzt auch wahrgenommen und die Menschen treffen sich. Und jetzt kommt's: in der Gastronomie hätte man die Hygieneregeln, richtig, während man das natürlich draußen nicht hat und das aber auch nicht groß kontrollieren kann. Meine persönliche Ansicht ist diejenige, die vertrete ich aber schon seit 2 Wochen. Ich bin der Meinung, wir müssen Gastronomie, Einzelhandel, Fitnessstudios und andere jetzt aufmachen. Wir brauchen dafür ein Lüftungsgeräteprogramm des Landes. 50% zahlt das Land und das Land sagt auch mal, welche Lüftungsgeräte, so möchte ich es machen, wenn ich Regierungsauftrag bekomme. 50% zahlt der Gastronom, Einzelhändler selbst, bekommt dafür einen Kredit, der gestundet ist, weil im Moment haben alle diejenigen keine Rücklagen mehr. Ich selbst bin selbstständig, ich will nicht, dass jemand in Insolvenz geht. Weiterhin, wir brauchen einen Unternehmerlohn, solange er zu ist. Das ist sozial ungerecht, wenn es den nicht gibt. Wir sind die einzigen Rheinland-Pfalz, die ihn fordern. Und jetzt kann ich eins dazu sagen, ja, öffnen. Und jetzt kommt es, wir brauchen Testzentren dazu, und zwar vor Ort. Testzentren, bei denen Schnelltests, Selbsttests durchgeführt werden, mit denen man eine Bestätigung bekommt, dass man negativ ist. Und dann darf man ein Geschäft, eine Gastronomie betreten. So rum muss es jetzt laufen. Wir müssen weg von den Inzidenzen. Und sollte ich die Chance haben, Regierungsverantwortung zu übernehmen, wird sofort die Testung extrem erhöht. Beispiel nur, die Bayern haben 100 Millionen Schnell- und Selbsttests bestellt. Rheinland-Pfalz zum gleichen Zeitpunkt 4 Millionen. Das zeigt schon, da ist überhaupt keine vorausschauende Planung drin. Und ich will es nochmal wiederholen. Ich bin jemand, der umsetzen will, planen will. Und dann testen. Dann öffnen wir. Ja. Und übrigens, dann impfen wir endlich auch mal ausreichend. Es liegen immer noch AstraZeneca und Moderna in den Lagern. Die müssen raus. Wir müssen die Menschen impfen. Über 100.000 über 80-Jährige sind im Moment immer noch nicht geimpft. Aber Herr Baldauf, darf ich kurz, wie wir gearbeitet werden. Darf ich da ganz kurz einhaken? Da schiebt jetzt natürlich die Union, der SPD, die SPD ein bisschen auch der Union den schwarzen Peter zu. Es geht also wir liegen ja nicht so ganz schlecht in Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich, was das Impfen angeht, sondern sind sogar recht weit vorne. Mit den Tests ist eine andere Frage, aber die Tests sind ja im Moment noch nicht da und deshalb, oder zumindest noch nicht alle da. Und jetzt sagen die Virologen, das ist schon ziemlich riskant, was sie da vorschlagen. Also Gastronomie öffnen, solange das diese Lüftungsgeräte und alles noch nicht da ist, könnte auch nach hinten losgehen die nächsten Tage. Nein, da haben Sie mich missverstanden. Erstens mal, natürlich liegen wir in der Impfung nicht schlecht. Das ist ja alles korrekt. Zweitens, bei den Testungen ist es anders. Es gibt diese Tests. Die werden ja jetzt zwischenzeitlich auch in den Discountern verkauft. Das ist nicht wahr. In Deutschland gibt es genug Tests. Die Bayern haben ja auch bestellt. Nein, sie können natürlich Gastronomie und Einzelhandel erst aufmachen, wenn auch die Lüftungsgeräte eingebaut sind. Nur hätte man da schon vor einem Jahr von Seiten der Landesregierung sagen können, welche Lüftungsgeräte eingebaut werden. Sie brauchen diese HEPA-Filter, die dreilagigen, damit sie diese Viren auch einfangen. Das ist die Voraussetzung. Die Voraussetzung sind die Lüftungsgeräte und die Testungen und die Nachweisung der Testung. Erst dann kann man aufmachen. Stimmt, natürlich. Und bei der Außengastronomie kann das aber jetzt schon umgehend passieren, weil da haben sie ja die Abstände, da haben sie die Hygienemaßnahmen. Die RPA1-Hörer, Herr Baldauf, haben uns viele, viele Fragen geschickt. Schön, dass Sie sich heute Morgen dafür Zeit nehmen. Und wir sagen an dieser Stelle Hallo, Anna aus Westerburg. Hallo Herr Baldauf, also die Corona-Krise hat jetzt besonders gezeigt, dass Rheinland-Pfalz, wie viele andere Bundesländer auch, besonders digital hinterherhängt. Das Internet auf dem Land ist oft nicht gut genug. Besonders problematisch wird es da bei der Online-Uni, während dem Studium zum Beispiel. Was ist da Ihre Idee? Wie wollen Sie das ändern und verbessern? Herr Baldauf. Ja, da sind 2 Punkte anzugehen. Ich hatte es vorher gesagt. Wir brauchen die Digitalisierung angehängt an die Staatskanzlei, es muss Chefsache werden. Tatsächlich ist es so, dass wir teilweise in der jordanischen Wüste besser telefonieren können als in mancher Region in Rheinland-Pfalz. Und viele schauen nach wie vor in die Kupferröhre hinein. Da hätte ich mir es gewünscht, man würde mal etwas mehr auf schnelles Internet legen, auf den
auf den Ausbau mit DSL und den entsprechenden Kabeln. Mein Vorschlag ist folgender. Erstens, wir machen einen Digitalplan, wann wir was ausbauen. Zunächst müssen wir, so meine Meinung, damit die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land gewährleistet ist, vor allem auch das Land nach vorne bringen. Wir müssen dort vor allem die Gewerbegebiete in den Gemeinden zuerst erschließen, weil wir ja nicht auf einmal das komplette Geld haben, es darzustellen. Aber es muss einen Plan geben und dann muss jeder und jede wissen, wann sie dran sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das kann man im Übrigen alles deshalb auch machen, ich habe mit einem Unternehmer, der alle bekannt ist, aus Montabaur gesprochen, mit einem größeren Unternehmen, die sich da sehr gut auskennen. Das Zweite ist Mobilfunk. Ich möchte 5G einführen in Rheinland-Pfalz, zusammen mit dem Bund, da ist ja die eigentliche Zuständigkeit, aber wir werden eigene Pläne auflegen, eigene Umsetzungen vorschlagen, damit auch die Masten errichtet werden. Und wenn wir 5G haben und Glasfaser, dann sind wir ganz weit vorne und dann funktioniert im Übrigen auch die Schule, wenn sie nicht in Präsenz sein kann, was wir uns alle wünschen, aber es nicht immer der Fall sein kann. Aber die Ministerpräsidentin, die amtierende Ministerpräsidentin, hält so ein bisschen dagegen und sagt, naja, da ist eben doch ganz viel Zuständigkeit vom Bund und auch von den Kommunen. Also das Geld sei da, hat Malu Dreyer gesagt und es wird zum Teil einfach nicht richtig abgerufen. Was ist da Ihre Lösung? Das zeigt aber genau den Regierungsstil von Malu Dreyer. Auch vom Digitalpakt Schule, das ist ein Bundesprogramm, die hätten ja gar nichts für Schule machen brauchen, sind ja auch nicht zuständig. Es ist ja erst in Rheinland-Pfalz 13% abgerufen. Malu Dreyer rühmt sich oft Dinge, die sie nicht selbst angestoßen hat. Und wenn sie sie lösen soll, dann sind andere zuständig. Das ist nicht mein Stil. Ich setze Kommunale, ich setze den Bund mit an den Tisch. Und dann stehen wir auch erst auf, wenn wir eine Lösung haben. Also wir machen keine runden Tische, wo Kaffee getrunken wird, Kuchen gegessen und wir gehen auseinander und haben uns gesehen, sondern wir machen Workshops. Und dann werden Dinge angesprochen, die zu lösen sind. Und die lösen wir dann mit einem Zeitplan und mit klaren Zuständigkeiten. So möchte ich arbeiten. Wir müssen ja Rheinland-Pfalz nach vorne bringen. Und gestatten Sie mir nur die Bemerkung, ich habe ja so lachen müssen, schmunzeln müssen, als ich gehört habe, dass Malu Dreyer jetzt bis Ende des Jahres WLAN an alle Schulen bringen will. Da ist sie im Übrigen auch nicht zuständig. Aber ich hatte dann plötzlich den Eindruck, das ist erst jetzt erfunden worden. Na, die sind so lange schon dran, das hätten die alles schon machen können. Und es ist aber nicht passiert. Und von daher wäre es ja ganz gut, wenn es einfach mal umgesetzt wird. Ja, Sie fordern bessere Bildung, wollen Digitalminister ins Kabinett holen. Sie fordern ja mehr Geld für die Kommunen. Das kostet was, sagt Stefanie aus Schmissberg. Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Herr Baldau. Ich hätte die Frage, ob Sie das, was Sie in Ihren Auftritten versprechen, auch auf finanziell solide Füße stellen können. Ich nehme an, Steuererhöhungen sind eigentlich ja nicht geplant. Nein, Steuererhöhungen wären auch Gift, weil es heißt im Moment, wir haben viele in Kurzarbeit, wir haben viele, die kurz vor der Insolvenz stehen. Wir wollen durch diese Krise ordentlich durchgehen. Wir haben Corona, das ist eine Sondersituation, das darf man nicht vergessen. Während Corona müssen wir dafür sorgen, dass die wenigsten in Insolvenz gehen und die meisten Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und sobald diese Krise überstanden ist, muss man ja den Unternehmern, den Betriebsinhabern, aber auch den Arbeitnehmern die Gelegenheit geben, genug Geld in der Tasche zu haben, um es auszugeben. Erst dann entwickelt sich Wertschöpfung, erst dann entstehen Steuerzahlungen. Das ist der eine Punkt. Und da bin ich mir sicher, so sind wir die letzten 10 Jahre auch gefahren auf Bundesebene, dass man mit Steuererhöhungen nichts erreicht, im Gegenteil. Wie zahlen wir das? Es gibt im Moment interessanterweise, obwohl in Rheinland-Pfalz von den 20 deutschlandweit am höchsten verschuldeten Kommunen 11 hier liegen, das ist Wahnsinn, gibt es immer noch im Haushalt eine Rücklage von 1 Milliarde Euro. Und es gibt Haushaltsausgabereste der letzten Jahre von 2,1 Milliarden Euro. Und ich sage eines, genau diese Gelder müssen wir auch sicherlich nicht alle, aber vieles dafür einsetzen, dass wir einen Digitalisierungsschub bekommen. Ich bekomme immer glasige Augen, wenn ich nach Bayern schaue oder in andere Bundesländer, die viel weiter sind. Und wenn wir nicht abgehängt werden wollen, müssen wir dieses Geld dafür einsetzen. Das Thema Windräder geht ja so ein bisschen durch die Decke im Moment. Hat sich Ihre Meinung ein bisschen geändert oder bleiben Sie dabei? Im Pfälzerwald soll kein Windrad stehen. Ich ändere meine Meinung da nicht. Es ist in der Sache völlig richtig, völlig wichtig. Es kommen in den Pfälzerwald keine Windanlagen. In der Opposition erreicht man in der Regel nichts oder wenig. Man kann Vorschläge machen. Aber was wir erreicht haben, das ist jetzt beinahe auch schon 6-7 Jahre her, dass dort keine stehen. Und das hat sehr viel mit 2 Faktoren zu tun. Klimawandel. Wir brauchen unsere Wälder, intakte Wälder. Wir brauchen gesunde Wälder. Sie sind alle krank. Über 80% der Bäume sind geschädigt. Deshalb brauchen wir ein Wiederaufforstungsprogramm. Und zweitens,
Es ist ein touristischer Aspekt, es ist ein Heimataspekt, es ist ein Erholungsaspekt. Und dieser Wald ist eine der größten zusammenhängenden Waldflächen und deshalb muss er windkraftfrei bleiben. Mhm. Wenn wir jetzt mal schauen auf die Wahl, auf die Umfragewerte vom kommenden Sonntag, naja, allein werden Sie wahrscheinlich nicht regieren können, auch wenn Sie den ersten Platz belegen. Was halten Sie von Schwarz-Grün, gerade angesichts dieser Diskussionen, vielleicht auch Thema Insektenschutz, da gibt es ja doch zum Teil unterschiedliche Meinungen. Können Sie sich Schwarz-Grün in Rheinland-Pfalz vorstellen? Ich kann mir vieles und alles vorstellen. Trotzdem kämpfe ich natürlich noch für ein hervorragendes Ergebnis für uns. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Soweit sind wir noch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Sollte wieder erwarten keine absolute Mehrheit rauskommen, dann werden wir mit allen sprechen, außer mit AfD und Linkspartei. Und das heißt SPD, Grüne, FDP, Freie Wähler wissen wir noch nicht, was passiert. Also von daher, da muss man offen sein, Schnittmengen suchen und dann schauen, wie man es auch unter einem Hut bringt. Aber ich lege Wert darauf zu sagen, es muss die CDU-Handschrift drin sein. Herr Baldauf, eine letzte kurze Frage. Sonntag ist also Landtagswahl und Sie haben vorhin auch gesagt, Demokratie lebt vom Wechsel. Wir haben ja jetzt lange die SPD gehabt. Gilt das eigentlich auch für die Bundestagswahl im Herbst dann? Da wird es sicherlich eine neue Koalition geben, das gehe ich mal aus. Aber Sie dürfen jetzt auch mal eines sehen. Wenn Sie es richtig formuliert haben, trete ich ja nicht für den Bund an. Ich trete für ein Amt an, für das ich viel Lust hätte, es umzusetzen und es auch gut für Rheinland-Pfalz zu machen. Und nachdem ich auch nicht Bundestrainer werden will oder Sonstiges, daher konzentriere ich mich einzig und allein auf Rheinland-Pfalz, weil ich ein wirklich stolzer und ein sehr zufriedener, heimatverbundener Rheinland-Pfälzer bin. Und dafür möchte ich was bewegen und dafür habe ich Lust. Und wenn die Wählerinnen und Wähler sagen, gib dem eine Chance, dann werden sie nichts Falsches tun.